Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im LS22 Bildeprojekt. Und wir sind heute ganz geil am Start hier. So. Und jetzt. Muss ich erstmal gucken, wo wir da dran waren. So, Unkraut. Boah, guckt euch das hier an. Ja, ist ja alles voller Unkraut, du. Ja, hallo? Ja, hallo, Herr Althaus. Hallo, Herr Ellenstein. Ich habe immer noch Wolle hinten im Nacken. Die verkaufen wir jetzt. Das hört sich ja perfekt an. Die Literzahl, und das hatte ich Ihnen durchgegeben, wenn Sie auf Ihr Handy mal gucken. Ja, hab ich gesehen. Ich gehe mal direkt zum Unternehmer, ne? Bis gleich. Jo. So. Hallo? Anderson hier, moin. Ja, guten Tag, Herr Anderson, ich bin's, der Timo Althaus, moin. Hallo, hallo. Du, hello. Ich hab Wolle zu verkaufen. Ja, das ist schön für dich. Weißt du denn jetzt, wie viel du hast, du? Ja, 23.604 Liter. Moment. 23.604, sagst du, ja? Ja. Gut, warte mal, ich guck mal am Preis, ne? Du willst ja auch wissen, ne? Jo. Wir liegen bei 13.900, die 1.000 Liter. Oho. Nicht schlecht. Ja. Ist nicht der beste Preis, sag ich dir ganz ehrlich. Ne? Okay. Wann steigt der Preis? Warte, wir haben jetzt Monat Januar. Also der, ja, er ist jetzt am Fallen, sagen wir so. Aber, ja. Ne, Quatsch, Januar. Er steigt jetzt, genau, nee, so rum, steigt jetzt. Ja, aber ich brauche leider das Geld. Ja, ich verkauf. Ja, du musst so wissen, ne? Ich will dir bloß gesagt haben, ich dann ja, heiz dir, ich will die Leute über den Tisch ziehen. Nee, hab ich nie gedacht. So, da sind wir bei 90.300. Alles klar, nehme ich. Wo soll das hingebracht werden? Wahrscheinlich zur Spinnerei, ne? Ja, warte mal, ich habe ja zwei mittlerweile, du. Ach so. Hast du Paletten, ne? Ja, Wollpaletten, ja. Oh, die ist voll. Schmeiß mal da oben. Da hier fällt 15, 16 da oben, weißt du? Da ist auch ein Schleppdach, da kannst du drunter stellen, da stehen schon ein paar andere. 15, 16. Ach, da. 15, 16, 17, genau. Und bei 17, da ist ein Schlepper, da kannst du reinschmeißen. Alles aber klar. Ordentlich, ja? Ja, mache ich. Mach das in Ruhe. Wie deine anderen Karpaten hier, du. Ach, ich will doch nicht wie die anderen Karpaten, du. Weiß man nicht. Ich kontrolliere das. Ja, kontrolliere mal ruhig. Bei mir kannst du dir glauben, dass das alles akkurat da gleich steht. Ah ja. Wenn es das ist, was steht. Gut. Ja, okay. Sie wissen Bescheid, ich weiß Bescheid, wir hören uns. Läuft. Ciao. Ciao. Oh nee, ey. So. So. Finn? Jo? Das müsste einmal hoch da bei den Feldern 16, 17, 18. Ja, in Ordnung. Ist da was zum Abladen? Ja, da ist irgendwie so ein Unterstelldach, da soll das runter, aber der möchte das gerne ordentlich da haben, nicht so wild durcheinander wie die anderen. Ich habe natürlich geprallt, dass das da gleich akkurat steht. Jo, das kriegen wir wohl hin. Glaub perfekt. Okay. Alles klar. So, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Ein ganz kleines Stück vergessen. Wunderbärchen. So. Ich mache erstmal die Cam an, meine lieben Freunde. So. Auf geht's! Werden wir ja erstmal schön die Felder wegdüngen.
Also Unkraut spritzen. Ja, voll. Oh nee, ich dachte, wir kriegen alles, ey. Das heißt, ich muss gleich noch mal eine kleine Ecke fahren, ey. Das kotzt mich ja jetzt schon an. Ja, ich habe eigentlich vor, die Felder zusammenzulegen. Ist der Stadtrat. Landrat ist wieder nicht da, ey. Oder der ist gerade woanders. Also in seinen Channel hockt der nicht. Muss ich gleich nachher mal schauen. Machst du denn das denn, Michael Gossner? So. Ich bin echt gut drauf, letzte Zeit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also mir geht's echt gut. Ich bin gut drauf, das Leben ist schön. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt als... als... YouTuber. Zack, boom, weggemacht hier die Kacke. So. Jetzt fangen wir mit der 76 und da machen wir dann weiter. So, dann kann ich da vorne, kann ich dann direkt mal eben nachtanken, ne? Weil mein Pflanzenschutz geht leer. So. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, meine lieben Freunde, wie euer Tag denn so war, jetzt wo das Video kommt und wie es euch geht und ja. Haut mal raus, meine lieben Freunde. Haut mal raus. So, ich habe ja aber gleich noch einen schönen Auftrag für das LU. Wo wir empfinden. Kann er gleich erstmal ein bisschen gechillte Arbeit machen, ne? Muss ja auch mal sein. Ich wüsste, wie das mit dem GPS-Kurs funktioniert, ey. Weil ich die fertige nicht entpacken kann, leider. Oh, warum das denn nicht? Also an die YouTuber Rinus, damit ihr nicht denkt, hä? Der Michael Gossen hat geschrieben, ich habe das WE damit verbracht, AD-Kurse für die NF Marsch einzufahren. Das ist schlimmer als arbeiten. Da habe ich gefragt, hä? Warum machst du das? Blabla, bla, hat er geschrieben, weil ich die fertigen nicht entpacken kann, leider. Da habe ich gefragt, hä, warum kannst du nicht entpacken? Darauf schreibt er, habt ihr GPS oder VKA drauf? Keine Ahnung, musst du drauf haben, um ehrlich zu sein. So. Ach, das war doch Dünger wieder mal. Und das ist auch Dünger. Nicht jetzt. Genau die zwei sind Herbizide, ey. Ja, ansonsten, Michael Gossen, schick mir das doch bei
bei Discord einfach mal rüber, dann packe ich das für dich und dann schicke ich dir den Ordner. Ist doch gar kein Problem, Digga. Ich benutze auch nicht 9-Zip, ich benutze WinRAR. Aber jetzt bin ich eh fast fertig. Achso, okay. Nicht noch ein Silageballen von mir, fällt mir gerade mal so auf, ey. Oder schon seit längerem. Ich finde WinRAR auch irgendwie besser, aber das ist jedem das Seine, sage ich mal, ne? Das ist wie PlayStation und Xbox, wisst ihr? Die können alle im Grunde dasselbe, aber no. Sind halt zwei verschiedene Marken, ne? Aber gut, kann man machen, kann man nicht machen, ne? Letztens hatte ich einen ganz komischen Traum, Alter. Aber kennt ihr das, wenn ihr so träumt und wollt euch gerne daran erinnern, was passiert ist, aber irgendwie fehlen euch so Bruchstücke? Und dann, oder ihr werdet in so einen schönen Traum wach, weil ihr Pipi müsst oder Durst habt oder weil ihr einfach wach werdet und so. Und wenn ihr wieder einschlaft, wollt ihr unbedingt wieder in den Traum zurückkehren. Hatte ich letztens. Es war so ein schöner Traum. Er war so schön. Ich will nicht sagen, was es war, aber es war schön. Ja. Hallo, moin, alles klar bei dir? Wie läuft's? Marcel, hi, alles klar? Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's super. Immer wenn ich so Dünge oder Pflanzenschutz draufschmeiße, überlege ich mir immer, wie das so im Real Life läuft. Weil ich kenne das ja von uns aus der Raiffeisen. Da kaufen die ja manchmal so Kanisterpflanzenschutz. Und das wird mit, ich weiß nicht, wie viel Wasser gemischt und so. Und ich stelle mir immer vor, wie das so in die Spritze, wie mischt man das da? Ist da so ein Mischer vielleicht drin, so ein Rührgerät oder so, dass das ordentlich mal durchgemischt wird oder... Keine Ahnung, wie läuft das? Könnt ihr das erklären?
Ja, Twitch habe ich mir auch letztens überlegt, mir einen Striegel zu kaufen. Aber ich dachte mir, boah, da sitzt du ja ewig dran bei den Feldern. Deswegen. Weichten, danke für deinen Resub im 6. Monat. Sehr, sehr lieb von dir. Dankeschön. Bastian, moin. Jetzt überlegen, was machen wir denn, wenn wir jetzt hier fertig sind? Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, was wir dann machen. Wir können am Hof noch mal ein bisschen mähen, das können wir auf jeden Fall noch machen. Wir können uns erst dann mal wieder um die Gewächshäuser kümmern und über die Scha und um die Schafe. Ach, du bist im Bergbau tätig? Meile? Das hört sich interessant an. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, was eigentlich passiert, wenn alle Vorräte dieser Welt aufgebraucht sind? Zum Beispiel Eisen wird ja durch Bergbau betrieben, also abgebaut, ne? Also, was ist, wenn es kein Eisen mehr gibt? Oder lasst uns Eisen haben, aber lasst uns Eisenvorkommen nur noch da haben, wo man nicht mehr rankommt, so. Was passiert dann? Dann geht's in den Weltraum. Ich glaube es, das hört sich jetzt zwar echt doof an, aber ich glaube ja. Ich glaube, wenn die Ressourcen unserer Erde aufgebraucht sind, wird es woanders hingehen, ja. Frage ist nur, ist das der richtige Weg, den wir da gehen? Oh, ich habe die 82 vergessen. Glaube, du hast mich falsch verstanden. Okay. Da wurde ich mir letzte Zeit auch so ein paar Gedanken drüber. Letzte Zeit habe ich so viel Zeit, Gedanken zu machen, weil ich bin ganz ehrlich, ich für den GTA-Server, für meinen GTA-Server, da bin ich die ganze Zeit so am Coden und am Entwickeln und dann habe ich Musik dabei laufen und denke über viele Sachen nach. So, ne? Ich bin jetzt ehrlich, ich habe die Standardprobleme, die jeder Mensch so hat, so sage ich mal, ne? Also jetzt nichts Atemberaubendes, ich bin nicht depressiv oder irgendwie so ein Blödsinn oder Blödsinn, Entschuldigung, das war falsch ausgedrückt. Das ist kein Blödsinn, das ist schon Depressionen sind was Schlimmes, aber ich meine, ich habe keine schwerwiegenden Probleme, sage ich jetzt mal, ja. Und dann denke ich über so Sachen nach. Ich denke dann über meine Frau nach, dann läuft super und so. Und dann komme ich immer so am Ende des Tages, bin ich dann so am Machen und am Tippen und Bilder am Machen für den Server und denke so darüber nach. Und dann bin ich so fertig und dann denke ich mir so: Na, was hast du da gerade nachgedacht, Digga? So, keine Ahnung, letzte Zeit denke ich so über so viele Dinge nach.
keine Ahnung. Das Problem ist, ich kann mich so mit niemandem so richtig so darüber unterhalten. Also ich will jetzt hier nicht nölen oder meckern, um Gottes Willen, ich bin ja selber so. Aber meine Kollegen, die sind so, ja, wie soll ich das sagen? Meine Kollegen sind halt meine Kollegen so. Wenn du damit so mit solchen Themen anfängst, Alter, bist du denn für einer? Alter, komm da doch halt saufen jetzt hier. Weißt du, so. Und, ja, keine Ahnung. Ich denke dann halt immer so jetzt mittlerweile über solche Dinge nach, Alter. Ich meine, was würde zum Beispiel, habe ich letztens auch so drüber nachgedacht, wir haben die Weltmeere der Welt. Die sind noch nicht komplett erforscht. So wie ich das durch Dokumentation und so gehört habe, ist schon ein paar Jahre her. Schon ein paar Jahre her. Aber da war, glaube ich, gerade mal so, ich glaube, 10% oder 20% des Meeres erforscht. Wir haben ja noch den Marianengraben. Die tiefste Stelle der Welt. Und was erwartet uns da unten für Tiere so? Weißt du, wisst ihr, wie ich meine? Was könnte das sein? Was für Tiere oder was für coole Tiere, ausgefallene Tiere? Oder letztens gucke ich auch ganz viel auf YouTube den Megalodon. Da gibt es so viele Verschwörungstheorien, dass es den Megalodon noch gibt. So, dass mal ein Schatten gesichtet wurde unter Meer oder ein Schiff spurlos verschwunden ist und sowas. Oder ein riesen weißer Hai, der mit einem Haps verschlungen wurde. Und dabei ist seine Körpertemperatur oder die Temperatur des Haies angestiegen. Und sie wussten die ganze Zeit. Es wurde stoppgeschickt. Okay. Ja, ist doch erst einer. Die haben dann so, dass dieser Hai auf einmal eine höhere Temperatur angezeigt hat durch den Chip, den er in sich platziert hatte. Und ich frage mich die ganze Zeit so, gibt es den wirklich? So, keine Ahnung, Alter. Ob es wohl noch so einen Megalodon gibt. Oder es muss ja kein Megalodon sein. Es kann ja zum Beispiel auch irgendwie eine ganz andere Haisorte sein, die um einiges größer ist oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Alter. Hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen schwachsinnig an oder so, aber das interessiert mich letzte Zeit so ein bisschen. Keine Ahnung. Oder das Bermuda-Dreieck. Ja, was hat das damit auf sich? Stimmt, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Da verschwinden ja auch oder so. Ist das dann Funkloch, ich sag mal, wie beim Handy? Nur ein bisschen extremer? Oder was ist das so? Wisst ihr, wie ich meine? Keine Ahnung. Ich sehe schon, dass ihr denkt, was ein Spinner, weil keiner was im Chat dazu schreibt. Denken sich bestimmt auch alle. Ja, das stimmt, Truckig. Deswegen. Truckig schreibt gerade, je tiefer du unter Wasser kommst, desto hässlicher werden die Dinger. Die leben halt komplett abgeschnitten vom Sonnenlicht und extremen Druck in der Tiefe. Das stimmt. Das ist ja auch so ein Ding. Die haben ja U-Boote erschaffen, die ziemlich weit runtergehen. Und die den Druck so gar nicht aushalten, die dann wie so eine Dose zerdrückt werden. Aber Fische leben da unten und schwimmen da rum, als wenn nichts wäre. So, wisst ihr, wie ich meine? Das ist so, keine Ahnung, voll übelst interessant. Ich finde das gerade momentan interessant, muss ich sagen, Alter. Waren die nicht schon unbemannt komplett am Boden? Oh, da bin ich raus. ich müsste mir dazu mal ein paar Dokumentationen reinziehen. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade so nicht. Weiß ich nicht, ehrlich nicht. Ich weiß gar nicht. Ja, das ist... keine Ahnung, ja. Sogar bemannt waren sie ganz unten? Echt jetzt? Okay, ich habe gedacht, die hätten das noch gar nicht bis ganz nach unten geschafft. Ich dachte, dass unsere Technologie das gar nicht aushält. Oder noch nicht so weit ist.
Okay, da wisst ihr mehr als ich schon mal. Das ist schon mal schön. Schon mal schön, dass ihr das wisst. Ich dachte schon, ich bin der Einzige, der sich so ein bisschen damit beschäftigt. Naja, aber keine Ahnung. Finde ich momentan sehr interessant. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, der Druck ist da sehr, sehr hoch. Also, du hast sofort. Lukas Deutsch, das ist auch eine sehr gute Frage an die YouTuberinos. Lukas Deutsch schreibt, aber wie kann man wissen, dass der Marianengraben die tiefste Stelle ist, wenn aber noch nicht alles erforscht wurde? Ich würde mal sagen, momentaner Stand ist das die tiefste Stelle. So könnte man das, glaube ich, besser ausdrücken. Aber ja, ich verstehe, was du meinst und sehr gute Frage. Sehr, sehr gute Frage, muss man sagen. Aber meine lieben Freunde, wir werden in der nächsten Folge mal ein bisschen weiter labern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet zur nächsten Folge wieder ein. Es freut mich, dass ihr einschaltet. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag und oder guten Abend oder guten Morgen, wann auch immer ihr die Folge seht. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.